Sollten Sie in dem Prozess sein, sich mit der Firma Beckhoff zu beschäftigen, sind Sie hier genau richtig. Heute möchten wir Sie mit den innovativen Produkten und Lösungen der Firma Beckhoff vertraut machen. Das möchten wir anhand eines praxisnahen, aber einfachen Beispiels machen. Wie bekomme ich das Signal dieses POTI in das Beckhoff-System eingebunden, Irina? Ja, Klaus, wir können das POTI direkt an unsere O-Komponenten anschließen. Denn sie sind das Bindeglied zwischen den Sensoren und Aktoren im Feld und der eigentlichen Steuerung. Hier haben wir Produkte zum einen zum Einbau in den Schaltschrank, aber auch IP67-Produkte, die direkt an der Maschine befestigt werden können. Bei den I/O-Komponenten im IP20-Bereich, diese können direkt auf einer Hutschiene befestigt werden und im Servicefall einzeln aus der Gesamtgruppe entfernt werden. Die Einspeisung der Kommunikation und der Spannung erfolgt über den Koppler und wird automatisch über alle Teilnehmer hinweg weitergereicht. Wir haben ein sehr breites Produktportfolio, sodass Sie nahezu alle Sensoren und Aktoren im Feld anschließen können. Seien das Eingangsdaten im Bereich von Temperatur, Position oder auch Druckwerten. All diese Daten können Sie an unsere Eingangsklemmen anschließen. Zum Teil werden diese Daten vorverarbeitet und dann an die Steuerung weitergeleitet. Auch im Bereich der Ausgangssignale stehen Ihnen vielfältige Möglichkeiten zur Verfügung. So haben wir Produkte, die sich zum einen dadurch unterscheiden, dass sie im Schaltschrank oder außerhalb des Schaltschranks verbaut werden können, aber auch in ihrer Kanaldichte, zum Beispiel zweikanalig, vierkanalig oder 16-kanalig in nur 12 mm oder auch durch ihren Funktionsumfang. Sie können über 100 verschiedene Signalarten anbinden. Dabei setzen wir bei Beckhoff nicht nur auf Innovation, sondern auch auf eine langfristige Verfügbarkeit der Produkte. So können Sie die Produkte, die wir vor 25 Jahren vorgestellt haben, zu 99% immer noch von uns beziehen. Viele Sensoren arbeiten ja die Signale bereits selber auf und teilen diese per intelligente Schnittstelle weiter. Das kann zum Beispiel ein IO-Link-Interface sein in dem Bereich der Industrie oder ein M-Bus im Bereich des Gebäudes. Auch hier haben wir mit über 30 verschiedenen Feldbusprotokollen das richtige Produkt, sodass Sie diese direkt einbinden können, ohne dass Sie ein zusätzliches Gateway benötigen. Aber natürlich ist Schnittstellenvielfalt nicht alles. Daher haben wir auch hier in diesem Produktportfolio Klemmen, um zum Beispiel sicherheitstechnische Applikationen zu realisieren, um Messaufgaben im Bereich der hochpräzisen analogen Messtechnik zu realisieren oder aber auch um eigensichere Sensoren direkt aus dem Feld anzubinden, ohne auf externe Barrieren zurückgreifen zu müssen. So haben wir bei Beckhoff eben ein sehr breites Produktportfolio, auf das Sie individuell zurückgreifen können und um Ihre Anforderungen damit zu realisieren. Diese Vielfalt von Ein- und Ausgangssignalen, von der Irena gerade gesprochen hat, können wir ganz einfach in unserer Automatisierungssoftware TwinCAT 3 verwalten. TwinCAT 3 grenzt sich zum einen in das Engineering-Tool ab und zum anderen in die Runtime-Komponente. Das Engineering ist voll integriert ins Microsoft Visual Studio. Dadurch haben wir alle Funktionen, die das TwinCAT 3 mitliefert, kombiniert in nur einem einzigen Tool. Das erleichtert sowohl die ersten Schritte als auch das grundsätzliche Handling mit der Software. Wenn Sie in einem Team an derselben TwinCAT, an demselben TwinCAT-Projekt entwickeln wollen, dann ist auch das sehr einfach möglich mit Hilfe der Source Code Control System Integration. Das heißt, Sie wählen einer der vorhandenen Source Code Control Systeme am Markt aus, wie zum Beispiel Git, und können diese Software verwenden, um TwinCAT-Projekte ganz einfach zu verwalten, auch wenn gleichzeitig im Team mit mehreren daran gearbeitet wird. Wir haben heute ein kleines Beispiel mitgebracht des POTIs und genau das möchten wir noch einmal gerne zeigen, wie einfach es tatsächlich ist, von dem POTI in die Steuerung zu gelangen. Genau, dafür haben wir ein kleines Räckchen mitgebracht. Das ist ein Embedded PC der Serie CX5140. Daran sind einige Klemmen angeschlossen und zusätzlich noch mal zwei Motoren. Das POTI ist hier unten dargestellt. Wir haben hier zwei Stück direkt angebunden. Das Potentiometer selber stellt ja einen Widerstandsmesswert dar. Das heißt, zum einen habe ich die Möglichkeit, über eine Widerstandsmessklemme das POTI anzuschließen und auszulesen. Und zum anderen haben wir auch eine spezielle Lösung, die L3255, um eben das POTI direkt auszulesen.
Sie profitieren von der radiometrischen Messmethode, die Ihnen eine höhere Positionsgenauigkeit liefert. Die Klemme verarbeitet zusätzliche Daten intern und linearisiert zum Beispiel den Wert und weiter leitet sie ihn direkt an die Steuerung weiter. Sie haben hier die Möglichkeit, bis zu 5 Potentiometer gleichzeitig anzuschließen auf nur 12 mm und haben dadurch eben eine sehr kompakte und auch preisgünstige Lösung. Bela zeigt uns jetzt einmal, wie einfach man das Ganze in TwinCAD einbindet und auslesen kann. Dafür habe ich ein kurzes Video vorbereitet vom Engineering, wo man ganz einfach sieht, welche Schritte notwendig sind, um die Hardware zu scannen. Zwar führe ich einen einfachen Scan durch erstmal, dadurch kann ich alle direkt angeschlossenen Teilnehmer automatisch heraussuchen und in der Topologie hinzufügen. Dabei werden auch automatisch Drives erkannt und, wenn man möchte, auch Achsobjekte zu den Drives hinzugefügt. Diese sind dann auch bereits schon verlinkt mit den Drives. Dann suche ich mir nur noch die einzelnen Klemmen heraus, in dem Fall unsere Klemme, wo das Poti dran angeschlossen ist, und kann dann den richtigen Channel mit meiner SPS-Variablen verbinden. Dann springe ich dorthin, wo die SPS-Variable deklariert ist. Und das Einzige, was jetzt noch übrig bleibt, ist das Aktivieren der Konfiguration, das Einloggen und das Starten der SPS. Dafür muss ich kurz in den Run-Modus wechseln, um die Steuerung auszuführen. Und schon sehe ich die Online-Werte des POTIs auch bei mir im Engineering. Und wenn wir jetzt einmal zur Hardware wechseln und beginnen, das POTI zu verändern, dann kriegen wir genau dieses Feedback auch auf Engineering-Seite. Das heißt, hier sehen wir, wie sich direkt die Werte auch mit verändern. Wir sind also in einem Stand, wo wir das POTI bereits integriert haben in unser TwinCAD-Projekt und könnten jetzt mit der SPS-Entwicklung beginnen. Dieses Engineering, was ich jetzt vorgestellt habe, ist kostenfrei verfügbar. Das heißt, Sie können es einfach herunterladen, bei sich installieren und die ersten Tests und eine Evaluierung beginnen. Sie können diese Software sogar auch schon starten und einmal testweise ausführen, indem Sie im Engineering eine 7-Tages-Testlizenz erstellen und die Software 7 Tage ausführen. Und dafür benötigen wir die zweite Komponente. Die TwinCAD Runtime verwandelt ein Windows-basiertes PC-System in eine Soft-SPS mit einer deterministischen Echtzeit. Der PC als Standardkomponente erlaubt uns auch Standard-Interfaces wie USB oder auch ein DVI-Anschluss zu verwenden. Zudem ermöglicht die Standard-Windows-Umgebung, dass Sie sich wie gewohnt einfach mit dem System verbinden können, sogar zusätzliche Software installieren können. Wenn es in Ihren Workflow passt, können Sie so zum Beispiel die Engineering-Komponente mit auf dem Runtime-System installieren und beides auf einem Gerät verwenden. Zudem haben Sie die Möglichkeit, auch die offenen Schnittstellen aus der IT-Welt zu verwenden. So können Sie Ihr Runtime-System auch mit einem ERP-System oder mit einem Cloud-System verbinden. Ja, Bela, ganz richtig. Wie so oft können wir hier mal wieder eine Komponente eigentlich aus der Standard-Office- und IT-Welt nehmen und sie mit in die Industrie rüberziehen. Aber dafür müssen wir natürlich einige Komponenten und einige Elemente beachten. Das Betriebssystem alleine reicht natürlich nicht für unsere Maschinensteuerung, sondern wir bauen daraus ein komplettes Image. Das heißt, wir beschäftigen uns mit dem BIOS erstmal als erste Grundlage. Wir beschäftigen uns mit den Treibern, die wir benutzen, die Betriebssystemeinstellung und natürlich sämtliche Software, die wir ab Werk installieren. Alles zusammen macht dann aus dem Standard-Microsoft-Betriebssystem ein Backoff-Industrie-Image, so wie wir es dann für Maschinen auch gewissenhaft und ohne Probleme einsetzen können. Ich habe da mal ein Beispiel für, was wir eigentlich dann genau machen. Man denkt zum Beispiel an Prozessoren, wie man sie aus der Welt zu Hause zum Beispiel kennt. Auch wir verwenden hauptsächlich bei Backoff Intel-Prozessoren. Und von zu Hause kennen wir es, dass sie mal höher takten, niedriger takten. Wir haben tolle Intel-Features wie zum Beispiel den Turbo-Modus, Ruhemodi, die zum Beispiel genutzt werden können. All das ist für uns total gefährlich und deswegen müssen wir es aktivieren. Und das ist nicht nur ein einfacher Klick, den man macht, sondern das bedarf wirklich viel Know-how.
Wir befassen uns daher auf unterster BIOS-Ebene mit Einstellungen für Chipsätze für die CPU, verwenden extra Treiber, damit wir es schaffen, aus Standard-IT-Komponenten hier wieder die Basis zu schaffen für ein deterministisches Trinket. Unsere CPUs takten nicht hoch, sie gehen nicht in den Ruhemodus, sondern sie sind zuverlässig bei einer Base-Frequency. Und so schaffen wir es eben, aus unserem Betriebssystem eine Backoff-Komponente zu machen. Wir kümmern uns da natürlich primär immer darum, dass wir ein deterministisches Verhalten erreichen. Und deswegen werden Sie bei uns auch nicht dazu getrieben, am Morgen beim Einschalten der Maschine erstmal die Windows-Updates zu installieren. Das haben wir natürlich deaktiviert, ohne dabei die Security außer Acht zu lassen. Alle Security-Patches, die in den Markt kommen, werden von uns eingehend geprüft, werden uns auch darauf geprüft, ob sie denn irgendwie unser Echtzeitverhalten stören. Und jetzt habe ich schon ganz viel darüber gesprochen, wie tief wir eigentlich in die Technologie eingreifen. Und da stellt sich natürlich die Frage, warum wir so tief in die Technologie eingreifen können. Das liegt unter anderem daran, dass wir uns schon über einen geraumen Zeitraum oder einen sehr langen Zeitraum mit der Technologie auseinandersetzen. 1986 haben wir den ersten softwarebasierten oder die erste softwarebasierte SPS in den Markt gebracht. Damals ein wirklich sehr großer Industrie-PC, heute sind die natürlich kleiner. Aber es zeigt ganz anschaulich, dass wir schon seit enormer Zeit Technologie-Highlights für den Markt bereitstellen. 1990 folgte dann das erste All-in-One-Motherboard. Zu dem Zeitpunkt ebenfalls ein technologisches Highlight. Und seitdem setzen wir uns kontinuierlich mit der Technologie auseinander. Wir haben mittlerweile eine eigene Bestückung, wir haben eine eigene Produktion für alle Industrie-PCs und natürlich werden auch Motherboard und BIOS bei uns im Haus entwickelt. Das ist nicht nur eine Eigenschaft der Industrie-PCs, sondern eben aller Backoff-Hardware-Komponenten. Und das ist ganz besonders wichtig, denn es ist, denke ich, leicht zu verstehen, dass wenn wir über eine zentrale Maschinensteuerung reden, dass wir dann auch bei dem PC um eine der wichtigsten Komponenten sprechen. Und wenn ich mal so ein Motherboard angucke, wie wir es hier auf der Folie gesehen haben, dann halte ich hier im Grunde genommen das Gehirn der Maschine in meinen Händen. Und wenn ich natürlich eine zuverlässige Maschine haben möchte, dann brauche ich auch einen Zulieferer, der sich um diese Komponente ganz genau kümmern kann. Und das können wir aufgrund unserer langjährigen Erfahrung und aufgrund unseres tiefen Technologieverständnisses. Auch da nochmal ein kleines Beispiel. Wir verwenden nur eine ganz kleine Anzahl an Ethernet-Controllern, die wir in unserer Technologie aussuchen, die wir in der Entwicklung verwenden und die wir dann für unsere Motherboards verwenden letzten Endes. Diese Komponenten sind dadurch natürlich rauf und runter getestet. Wir haben sie getestet mit EtherCAT, mit TwinCAT und sind so in der Lage eigentlich mit diesen ausgewählten Komponenten auch die perfekte Basis für eine EtherCAT-Kommunikation und eine EtherCAT-basierte Steuerung zu bieten. Ja, Fabio, und ein Ethernet-Port ist eigentlich alles, was wir aus der O-Sicht brauchen. Ein EtherCAT ist bis in die letzte Klemme integriert. Somit kann man von den tollen Eigenschaften von EtherCAT profitieren. Sei das die einfache Synchronisation zwischen verschiedenen Teilnehmern auf wenige 100 Nanosekunden oder auch die tollen Funktionen, wie zum Beispiel das Zeitstempeln oder auch das Oversampling von analogen und digitalen Messwerten. Zudem sind Sie als in der Anlagenplanung überhaupt nicht eingeschränkt. Egal ob eine Linien-, Stern- oder auch eine Baumtopologie, alle verschiedenen Topologien können bequem realisiert werden und auch miteinander vermischt werden. Dadurch haben Sie auch später im Verlauf Ihrer Anlagenplanung für neue Generationen die Möglichkeit, diese einfach und bequem zu erweitern. EtherCAT verbindet uns alle, angefangen bei den PCs, über die IOs bis hin zu den Antriebstechnik. Genau, und wenn ich dann hier auf dem Bild erstmal mit einem C69 angefangen habe, dann bin ich schon sehr tief in der Backoff-Welt und ab da schließt sich eigentlich die Tür auf, aus der ich aus dem gesamten Backoff-Portfolio profitieren kann. Bei uns im PC-Portfolio ist es dann zum Beispiel möglich, aus verschiedenen PCs, zum Beispiel den Industrie-PC für den Schaltschrankeinbau oder auch den Panel-PC für die Tragarmmontage auszuwählen. Das Tolle dabei ist, dass ich dabei immer auf einen konstanten Satz an Basiskomponenten zurückgreife. Und diese Komponenten verwenden gleiche Hardware. Das heißt, wenn ich mit einem i5 zum Beispiel starte, verwende ich den zuerst im Schaltschrank-PC und kann ihn dann eben im Panel-PC weiterverwenden, ohne dass ich dabei Software ändern muss, ohne dass ich ein neues BIOS brauche, ohne dass ich an meinem Image oder an meiner TwinCAT-Applikation Anpassungen vornehmen muss. Und
Wenn ich dann aber doch das eine Produkt gefunden habe, auf das ich mich ganz besonders verlassen möchte, dann kann ich natürlich auf die Backoff-Langzeitverfügbarkeit vertrauen. Ich habe hier mal ein Beispiel hinter mir mitgebracht, bei dem ich die verschiedenen Generationen der C69er zeige. 2005 haben wir diese eingeführt, damals noch mit einer Pentium-M-CPU, und seitdem alle 2 bis 3 Jahre eine neue Generation hinzugefügt. Das gibt unseren Kunden immer wieder die Chance, entweder bei der bestehenden Generation zu bleiben oder auf eine neue Generation zu switchen und dann von mehr Performance, neuen Features zu profitieren. Egal wie sich unsere Kunden dabei entscheiden, sie können sich erstmal darauf verlassen, dass jedes Produkt, das sie erwerben, 5 Jahre verfügbar ist und mindestens nochmal 5 Jahre weiter über den Service zur Verfügung steht. Unsere existierenden Kunden wissen, dass wir diese Zeit meistens nochmal übertreffen und dass wir im Embedded-PC-Bereich darüber hinaus nochmal verlängerte Verfügbarkeiten haben. Und egal wie ich mich nun entscheide, bleibe ich bei der einen Generation, gehe ich zur nächsten. Mein Gehäuse wird sich über die Lebensdauer meiner Maschine nicht verändern. Ich starte mit der Pentium-M-CPU und verwende ein gewisses Bohrbild für meine Anschlüsse und ich setze heute einen modernen QI-Prozessor ein und kann weiterhin auf die gleichen Anschlüsse das gleiche Gehäusemaß vertrauen. Und neben der Langzeitverfügbarkeit eines einzelnen Produktes erstreckt sich diese natürlich auch auf das gesamte Portfolio. Und würden wir uns auf einer Messe treffen, dann würde ich am liebsten Sie direkt zu diesem Exponat ziehen, denn hier zeigen wir ganz schön, wie groß eigentlich die Bandbreite unseres Portfolios ist. Angefangen bei einer ARM Cortex-CPU bis hin zu Mehrkern Xeon-CPUs, die wirklich alles im Grunde genommen an der Maschine möglich machen. Noch dazu kommen viele Optionen, viele verschiedene Einstellungen der einzelnen Geräte, die einen riesen Baukasten öffnen. Doch das Tolle dabei ist, und damit kann ich wieder zur Software überleiten, ich kann all diese Komponenten verwenden, brauche aber nur ein Software-Tool. Und genau da kommt TwinCAD wieder ins Spiel. Sie können TwinCAD nutzen, ohne vorher eine Plattform ausgewählt zu haben, die Fabio gerade alle vorgestellt hat. Das heißt, wir können in diesem Moment mit der Softwareentwicklung starten und zu einem späteren Zeitpunkt die PC-Hardware auswählen, die zu unseren Anforderungen passt, zum Beispiel aus dem Performance-Blickwinkel. So haben wir die Möglichkeit, ganz einfach zum Beispiel eine ARM-Software-Plattform auszuwählen oder bis hin zu Multicore-CPUs hochzugehen. Auch aus Sicht der Programmiersprache haben Sie eine hohe Flexibilität, denn Sie können auf der einen Seite natürlich die klassischen Programmiersprachen der IEC 61133 auswählen, haben aber auch die Möglichkeit, C++ als Hochsprache mit in der Echtzeit zu verwenden. Zudem haben Sie die Möglichkeit, auch fertige MATLAB- und Simulink-Module mit in die TwinCAD hineinzuladen und auch mit in die Echtzeit zu laden, um es dort zu verwenden. Neben diesen Standardkomponenten der SPS können wir hier auch Erweiterungen vornehmen, mithilfe der Funktionsvielfalt von TwinCAD. Das heißt, Sie wählen zum Beispiel ein TwinCAD HMI aus, mit dem Sie Ihre Maschine ganz einfach visualisieren können, oder das TwinCAD Scope, wohinter sich ein Software-Oszilloskop versteckt, das Sie verwenden können während der Inbetriebnahme oder aber auch grundsätzlich im Handling und bei der Analyse mit Ihrer Maschine. Natürlich entwickeln wir TwinCAD stetig weiter. Das heißt, wir arbeiten modernste Ansätze und auch Technologien mit in das Produkt ein. Und genau hier haben wir momentan zum Beispiel Vision und Machine Learning mit in die Echtzeit integriert. So haben Sie also die flexible Wahl, eines der Funktionalitäten aus dem TwinCAD-Produktportfolio auszuwählen und so Ihre eigene Maschine zu gestalten. Und dann wechseln Sie zur Hardware-Seite und wählen die notwendige I/O und den notwendigen PC dazu aus. Ich nehme also mit, der Einstieg geht schnell. Wir konnten innerhalb kurzer Zeit unser POTI anschließen und auslesen. Wir haben bereits viele Produkte kennengelernt und uns einen Überblick über das große Backoff-Produktportfolio verschafft. Mit der Langzeitverfügbarkeit der Produkte sind Sie bestens für die Zukunft ausgerüstet.